So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Folge was auch immer. So. Glade World. For Station. So. Ja, der Auftrag ist natürlich auch wieder nicht so lukrativ, ne? $6,000 gerade mal. Aber ganz ehrlich, für die dicke Money haben wir unsere Mitarbeiter mittlerweile. Ne? Also, ohne Witz, unsere Mitarbeiter verdienen mittlerweile viel mehr, als wir verdienen. Und genau so soll es ja auch sein. Ne? Im Early Game versucht man sich so lang zu krabbeln. Ne? Da hat man halt keine Firma, also keine Mitarbeiter. Nicht mal einen eigenen LKW, wirklich einen richtigen. Dann so später so im Mid-Game hat er denn schon so seinen ersten richtigen LKW, wird auch schon so die ersten Mitarbeiter, die so ein bisschen Geld verdienen, aber noch nicht so, ne? Und wir sind mittlerweile im Late-Game, wo wir einfach machen können, was wir wollen, weil unsere Mitarbeiter so viel Geld verdienen, dass alles scheißegal geworden ist. So. Ne? Wir brauchen einfach bloß ein bisschen rumgondeln, haben wieder eine halbe Million in der Tasche. Und ja, können noch einfach uns noch einen wunderschönen LKW kaufen, die wir so gestalten können, wie wir wollen, weil wir auf nichts mehr achten müssen. So. Und das ist halt wirklich jetzt, ne? Klar, man könnte auch als Late Game dann bezeichnen, wenn man wirklich so wie ich mit meinen Hauptkontos pro Tag 1 Million verdient. Aber gut. Weil wir haben ja hier noch aktuellen Profit von 2 Millionen in der Woche. Und wenn du wirklich so immer, wenn du wirklich so weit hoch bist und viele Leute hast, dann hast du locker 7 Millionen pro Woche. Und das ist dann wirklich, wo du sagen kannst, da kannst du auf alles ficken. So, kannst du machen, was, also, da, du kannst selbst Unfälle bauen, so viel wie du möchtest, weil du kannst gar nicht so schnell Schadenswerte anhäufen, wie deine Mitarbeiter Vermögenswerte vermögen. Ja. Straße gerade frei, sehr gut. So. Wie gesagt, wir sind mittlerweile auch schon quasi im Late Game. Weil wir halt mittlerweile auch machen können, was wir wollen. Einfach weil unsere Mitarbeiter halt die gesamte Firma stemmen. So, wir sind völlig irrelevant geworden. Was ist das hier für Freeways, wo du nur 55 fahren darfst? Ah, jetzt 65. Na gut. Ah, das klingt schon besser. So, wir machen wieder einen Telepass. Und deswegen wäre halt auch die Frage, eben, deswegen war ja auch so mein Horizont, dass wir halt bis Level 36 spielen, weil eben in der Regel bist du, wenn du Level 36 bist, wenn du nicht am Anfang viel Scheiße gebaut hast und viel rumgeeiert hast,
sondern halt wirklich schon von Anfang an halt darauf aus war, seine Firma zu bauen. Bist eigentlich schon mit Level 36 eigentlich schon immer im Late Game drin. Deswegen wäre halt die Frage, wenn wir wirklich Level 36 sind, ob wir denn halt nicht eine neue Staffel anfangen, neu anfangen. Weil wie gesagt, jetzt wird nicht mehr viel passieren. So. Wir haben halt Garagen, wir kaufen immer mehr Garagen. Wir haben Mitarbeiter, wir haben immer mehr Mitarbeiter. Wir müssen halt auf nichts mehr achten, weil finanziell ist alles scheißegal. Ja. Wir haben also keine Herausforderungen mehr sozusagen. Und da wäre halt die Frage, ob wir denn sagen, gut, mit Level 36 haben wir skillmäßig alles geschafft, was man schaffen kann. Und wenn man jetzt halt hier nur noch so vor sich hin gammelt, dann lieber neu anfangen. Vielleicht dann, ne? Die Idee war ja wegen Just Trucks, dass man vielleicht in der zweiten Staffel darauf einen Fokus legt, dass man versucht, eine Firma hochzuziehen mit Gebraucht-LKWs. Das wäre auch mal eine schöne Challenge. Ja. Aber eben, das ist halt die Frage. Machen wir jetzt danach Level 36 noch weiter? Dass wir uns irgendeine schöne Folgennummer suchen? Ne? Ich hab keine Ahnung, wie viele Folgen wir jetzt überhaupt haben. Dass wir sagen, okay, wir machen noch bis Folge 200. Wobei, die wäre schon mehr als 200, oder? Also, irgendeine schöne runde Nummer. Folge 1000. Das wird noch ein bisschen zu lange dauern. Ja. Ich meine, wir können ja hier noch ein paar Folgen machen, wo wir eher darauf gehen, uns selbst einfach ein paar LKWs zuzulegen, die wir besonders gut tunen und so, aber auch das wird relativ schnell langweilig. Das ist halt etwas, das macht halt im Alleine-Spielen super viel Spaß. Ne, bei meinem Singleplayer, da habe ich 20 LKWs. Verschiedenst getuned, verschiedenste Modelle auch. Also auch von verschiedenen Firmen. Und alle verschieden getuned und sowas alles. Aber sowas als Let's Play, weiß ich nicht. Weil die Sache ist halt privat, da spiele ich auch einfach mal ein bisschen rum. So, da wollte ich einfach mal ein bisschen scheiße. Beim Let's Play versuche ich aber einfach schon automatisch ein bisschen serious zu spielen. Also nicht zu sehr einfach rumzualbern. Wenn man halt nie weiß, wie denn das wirklich als für den Zuschauer ankommt. Ja. Wenn du dann halt beim Rumspielen immer einen LKW zu Schrott fährst und den direkt nichts nehmen kannst, weil du halt 20 LKWs hast, ist halt auch geil, so. Oder okay, heute spiel ich mal mit dem LKW rum, morgen gerade mal mit dem LKW rum, mal gucken, wie die sich, ne, gucken, wer schafft welchen Hänger, wie schnell zu beschleunigen und solche Scherze. Aber das halt, wie gesagt, ist halt alles im Let's Play eher schwierig zu realisieren, dass es auch so gut rüberkommt. Da fragt man sich dann als Zuschauer meistens eher, was macht der Junge da gerade? Was ist los mit dem? Hat er den Lack gesoffen? Ja, also die Fragen, die ich mich immer bei euch frage. Habt ihr schon mal in den Spiegel geschaut? Wisst ihr eigentlich, wie hässlich es ist? Okay, aus jetzt. Aus! Ja. Von daher. Ich meine, man kann ja zum Beispiel gucken, was meine ursprüngliche Idee war, dass wenn ich mit der zweiten Staffel anfange, ich zum Beispiel bei der zweiten Staffel mit mehr Traffic arbeite. Ne? Also, dass ich den Traffic-Multiplikator, der standardmäßig auf 1 ist, ne? So Standardwert, ne? Dass ich zum Beispiel auf 3 stelle. Ne? Dass man halt schon ein bisschen mehr Verkehr. Oder halt bei der zweiten Staffel dann auch wirklich wesentlich
entweder die eine Seite nehme, wesentlich aggressiver Firmausbau mache, oder genau andersrum, zum Beispiel darauf sorge, dass auch jeder Mitarbeiter zum Beispiel einen eigenen Auflieger hat oder ein Set an Aufliegern, was natürlich eigentlich keinen Sinn macht, weil das halt, warum war ich das so über rot? Ich habe keine Ahnung, ja, halt extrem viel kostet und nicht wirklich was bringt. Aber trotzdem halt eine schöne Challenge wäre, ne? Dass jeder Mitarbeiter einen Boxauflieger braucht, also so ein Auflieger, dann auch ein Flachbettauflieger und vielleicht noch ein Kanister. Also hier, so ein Tankauflieger halt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das, was mir halt wirklich konkret vorgeschwebt habe, war, weil tatsächlich das mit dem Traffic hochstellen auf 3. Oh, die Kamera geht einfach durch unseren Auflieger durch. Cool. Und jetzt halt neu, wie gesagt, was man auch machen könnte mit den Used Trucks. Eine Firma aufziehen. So. Ich meine noch einmal ein bisschen zu Level 36. Ein bisschen fehlt da noch. So. Was haben wir denn so alles? Ein paar Schilder haben wir noch, die haben wir noch nicht. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir das über die Mission bekommen hätten. KS. Nicht gut aus. Ah, nee, da haben wir. Genau, die Straßen haben wir schon. Die haben wir jetzt auch mittlerweile, danke dafür. Haben wir genau gleich wie gerade eben. Ich bin doch im Arsch. Gut, dann machen wir so anderes. Dann suchen wir einfach eine Map, eine Strecke raus, wo wir all diese schönen Orte abfahren. Oh, da waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal, jetzt sogar mit der Schwarzfirma. Hier sind noch zwei Städte, die wir noch nicht haben. Und da müsste das eigentlich alles gewesen sein. Gehen wir hier hinten lang. Rum. Und hier müssen wir noch. Genau. Ungefähr so. Dann haben wir jetzt einfach alles. Einmal alles. Hä? Nein. Da. So, wie sieht das jetzt aus? Haben wir hier eine schöne Route raus? Naja, ein bisschen durcheinander die Route. Und warum macht er wieder so gute Sachen hier? Wenn ich jetzt die Zahlen setze. Ne, wird auch nicht besser. Hä? Das sieht doch eher nach einer brauchbaren Route aus. Ich hätte zwar eher gedacht, dass er mich hier hinten rum lang schickt, aber gut, macht irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier so ungünstig stehe. Kommt nur eine Karte. Ah, so, ja. So, das war eine gute Route. Das war aber so ziemlich alle Strecken, die wir noch nicht abgefahren haben. Glaube ich mal. Genau hier hinten die ganzen Strecken. Hier Netherland. Gut, hier waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht. Ja, das ist doch eine gute Strecke. Wie viele Meilen sind das? 47 Meilen klingt machbar. Da haben wir einfach mal komplett Kansas abgearbeitet. Hier durch, oder? Ach, schade. So, dann würde ich aber gleich mal nochmal bei der Tanke da vorne direkt vertanken.
weil unser Turm war mehr als halb leer. Mehr als halb leer. Und wie wir alle wissen, oh, hier geht's gar nicht runter. Verdammt. Oh, da geht's lang. Wie wir alle wissen, ist ja mein Tank nicht mehr so groß. Das heißt, da müssen wir schon öfters mal darauf achten. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Also genau, müssen wir öfters mal darauf achten, dass der Tank nicht zu leer wird, weil der schneller leer sein kann, als er denkt. 220 Gallonen sind nicht viel. So. Hoffe ich keinen Plan habe, wie lange eigentlich 200 Gallonen reichen. Aber eben so, Durchschnitt ist ja irgendwie so 5 Gallonen. 5 Meilen pro Gallon. Das heißt, bei 200 Gallonen müssen wir 1000 Meilen reichen. Klingt also erstmal per se gut, aber auf der anderen Seite rasen wir ja auch sehr viel jetzt. Ne? Da brauchen wir dann doch wesentlich mehr Sprit. Ja. Ja, können wir auf jeden Fall stolz behaupten, dass wir den 8 Folgen denn alle Hauptstädte von Kansas einmal abgeklappert haben. Hätte ich ja nicht gedacht. Gut, aber wie gesagt, so klein wie das DLC halt ist. Ja. Also, im Vergleich zu anderen DLCs, ja, hätte ich jetzt nicht falsch verstehen. Also, ist immer noch eine riesige Map. Wenn man mal bedenkt, wir haben jetzt schon, also wir sind jetzt in der vierten Stunde, die wir jetzt spielen hier auf der Map und haben noch einen Witz von Kansas entdeckt. Wir sind gerade ein paar Straßen abgerast, wir haben noch keine wirklichen Landschaften bewundert, gut, auch ein paar jetzt schon, wo wir etwas länger waren, aber wir haben halt noch einen Witz bisher gesehen, von dem, was da möglich ist. Ja. Und das ist halt das, weswegen ich halt auch sage, dass halt ATS, vor allen Dingen ATS, aber auch ETS zwar teuer sind, ne, mit pro Spiel 200 Euro, glaube. Aber letztendlich wirklich jeden Cent wert sind. Ja. Ich meine, ich habe sie jetzt sogar noch im Sale gekauft, also ne, wer ein bisschen was sparen möchte, halt, da müssen wir lang. ATS und ETS sind fast immer im Angebot. Auch alle DLCs sind fast immer im Angebot. Also, wenn du nicht super Pech hast und gerade im ungünstigen Moment kaufst, sparst du mal mehr als 50%. Oder andersrum gesagt, wenn du weniger als 50% sparst, dann warte lieber einfach nochmal ein, zwei Tage oder vielleicht auch eine Woche. Und dann sparst du garantiert mehr als 50%. Also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit X60. Also über 60, aber noch nicht im 70er Bereich. Prozent gespart. Und das ist schon, wie gesagt, ich habe für beide Spiele zusammen mit allen DLCs so um die 200 Euro bezahlt. Ich glaube etwas mehr als 200 Euro. Das heißt, beide Spiele einzeln
wären vollpreismäßig, vor allen Dingen jetzt kommen ja, waren jetzt, sind jetzt auch noch weitere DLCs rausgekommen. Warum ist da eine Ampel? Ne, ich schätze mal beide Spiele mittlerweile so 200 bis 300 Euro pro Spiel. Vollpreismäßig, originalpreismäßig, aber selbst der Preis wäre angemessen. Weil es ist halt einfach, du hast halt hier so, so fucking viel zu sehen. Es ist einfach krank. Hier, so kleine Teils, ja? Allein so ein kleines Ding ist schon so liebevoll ausgearbeitet. Und das hast du halt überall, wo du hinguckst. Also, ist halt krank. Einfach nur krank. Und dazu kommt dann ja nicht nur, dass die Sachen an sich schön aussehen, sondern ne, so wie viel mit dem Nebel oder Sonnenaufgang, Untergang, nachts. Ja, dass die Sachen, du kannst die Sachen auch noch in verschiedenen Settings genießen. Ja. Es ist einfach so vielfältig, dieses Spiel. Okay, jetzt will ich aber wirklich wieder einen langen Werbevertrag mit SCS Software haben hier. Ich bin da nur noch am Loben. Das Problem ist, ich habe die andere Seite gesehen. Ich sah Alaskan Road Truckers. Okay. Ja gut. Ja, also wie gesagt, ist schon geil. Ne, von der technischen Seite ist das Spiel bei weitem nicht perfekt, muss man ganz einfach sagen. Erstens, es ist zu ineffizient, was angeht, wenn Map-Teile nachgeladen werden. Oh, bremst du mal, bremst du nicht. Ne, das Spiel ist, wie gesagt, zu langsam, wenn es um Map-Teile nachladen geht. Warum bleibt der jetzt stehen? Ja, gerade wenn ich sagen wollte, ne, so vom technischen Aspekt her, ist das Spiel komplette Grütze, dazu bleibt einfach mit auf der Strecke stehen. Gut, das war's dann. Ja, jetzt gibt's kein Vor- und Zurück mehr. Ja, und vor allem halt solche Sachen wie halt, dass halt solche Laternen keinen Schatten werfen oder sowas. Verdammt. Ne, jetzt hat er wieder los, war klar. Kann sein, dass die Ampel zu nah am Gleis gebaut ist. Weil der LKW da hinten steht auch ganz schön weit von der. Hier vorne ist die Linie. Der LKW ist da hinten. Ich schätze mal, die haben die Schranke zu weit dran gemacht. Ich schätze mal, der Zug reagiert zu empfindlich auf die Autos. Gut, jetzt sind wir natürlich die Bösen, die über den Rasen latschen. Los, verpiss da. Also wie gesagt, so technisch gesehen hat das Spiel halt definitiv noch Lücken. Wie gesagt, Schattenberechnung ist Katastrophe. Auch die Spiegelung, ne, dass ich hier zum Beispiel in dem Spiegel nicht mein LKW sehe, als einfaches Beispiel, aber auch sonst so, dass du bei spiegelnden Flächen nur Fahrbahnen siehst und keine bewegten Objekte, also Autos, dich selber. Das ist halt ein bisschen schon traurig. So, erstmal die Räder hier hinten einfahren, wieso sind die Räder draußen? So, zwei Achsen reichen hinten vollkommen aus. Wir haben hier bloß ein bisschen Pillepalle geladen. Ah ne, eben, wir haben gar nichts geladen. Nevermind. Bremsen? Ah, gut. Geht nur bei ETS. Bei ATS sind die Räder hinten schon ungebremst. Egal. Wie gesagt, so, ne? Also, das ist halt so ein bisschen unschön. Dann halt, wie gesagt, ne? Wie gerade eben schon gesagt, die Performance. Und vor allen Dingen, die Einstellmöglichkeiten, ne?
dass du halt nicht mal LOD einstellen kannst. Ne? Weil mein Rechner zum Beispiel ist locker in der Lage, wenn da hinten auf der Straße, da hinten ein Fahrzeug kommt, den bereits mit voller Detail anzuzeigen, würden leistungsstarke Rechner heutzutage locker schaffen. Aber nein, kannst du nicht einstellen, sondern stattdessen, wenn die Autos immer erst dann wirklich geladen, wenn das Auto irgendwo hier vorne oder so ist. Also wenn es wirklich schon fast bei dir ist. Das heißt, du siehst richtig, wie er von der Billo-Grafik zur normalen Grafik umschaltet. Und das ist halt ein No-Go. So, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wie gesagt, an solchen Sachen müssen wir noch arbeiten. Na, guck mal hinten an die Autos. Sehen aus wie Blechbüchsen. Und erst jetzt schalten die Fahrzeuge um. Das ist halt, ja, das ist halt wirklich nicht gut. Und wie gesagt, vom technischen Aspekt her, ist noch viel, was SES-Software machen kann oder machen muss. Aber vom rein grafischen her, von der Ambiente, die schaffen, ist es halt schon geil. Also von der Gestaltung her gibt es kein Spiel, was SES-Software, also ATS und ETS, auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Ne, wie gesagt, immer bezogen auf die Größe auch. Klar, es gibt natürlich Spiele, so wie GTA 5 oder sowas, was vielleicht lokal auch Bereiche hat, die halt ähnlich schön ausgestaltet sind oder anderes. Aber die Map sind halt auch viel kleiner. So, wenn man mal die Map hier vergleicht, alleine ein einziges DLC ist größer als die Map von GTA 5. Das ist halt einfach Welten, die dazwischen sind. Also ich merke schon, wenn es bei mir irgendwann als ITler nicht mehr geht, ja, wenn ich keinen Bock mehr habe, in der Schule zu arbeiten, ey, dann, Alter, wow. Seht ihr sowas hier, ja? Das ist doch... What the fuck ist das? Alter. Okay, hier müssen wir uns in der nächsten Folge erstmal umschauen. Das sieht ja mal geil aus. Wow. Bis dann.